Hallo und herzlich willkommen zur 77. Folge Woptorio 2 mit mir, eurem Illyria und Opa Zockt. Moin Moin. So, ihr seht unser Problem. Die Kohle reicht nicht mehr, wir brauchen dringend einen einen Reaktor. Und wir haben herausgefunden, dass der Warp-Akkumulator über die Stairs transportiert und transferiert. Also das Ding ist wichtig und ich werde später noch einbauen. Aber erstmal brauchen wir einen Atomreaktor. Wir haben ein Problem. Ich sehe es gerade, die Energie reicht schon wieder nicht. Darum geht's gar nicht. Welches dann? Die Hälfte der Schmelze läuft nicht mehr, weil wir nicht genug Erz haben. Also nicht mehr genug Erz jetzt. Kupfer, ich sehe es. Haben wir irgendwo ein größeres Kupferfeld hier? Da unten haben wir von der Fläche her ein größeres Kupferfeld. Ja, ich komme mal zu dir. Dann kann ich meine Verteilung abruppen, dann können wir umbauen oder umziehen. Überleg das. Was ist mit der Verteilungsanlage? Ich werde auch gerne dahin teleportiert. Jo. Okay. Dann kann ich jetzt dahin latschen. Wo ist die Haltestelle da? Ölzug, wo bist du? Herkommen. Okay. Welcher Weg ist kürzer? Ich würde sagen vom Eisenfeld. Dann gehen wir zum Eisenfeld, der Weg ist kürzer. Auf jetzt. Na gut, da war nix. Du solltest dich unter Umständen mal um den Ölaußenposten kümmern, weil der ist sehr stark angegriffen. Ich schaue gerade. Ich sehe nur. Ist alles kaputt. Hä? Ich sehe nur Reparaturmeldungen, aber sonst gar nichts. Ja, genau, Reparaturmeldungen. Alle auf rotem Bereich. Das heißt, beim nächsten Angriff hast du da unten, ist da oben alles zerstört. Ja, ich sehe gerade, zwei Türme sind stark beschädigt, sonst ist eigentlich alles okay. Na dann. Ich werde da gleich hingehen, sobald ich die Verteidigungsmauern abgerissen habe, am alten Kupferfeld. Ui. Oh. Das Kupferfeld ist auch so klein. Schlecht. Hm.
ist sehr schlecht. Was ist los? Kupferfelder sind alle so extrem klein, da lohnt es sich halt nicht, ein Dings drauf zu setzen. Vielleicht sollten wir mal bald wieder springen, um einen Planeten draus zu suchen, der vielleicht ein bisschen sinnvoller ist. Na, ich glaube, ich habe eins gefunden. So, brauche ein bisschen Kohle, dann habe ich das auch wieder drin. Wie komme ich da am schnellsten hin? Das heißt, ja, Basis und dann da lang. Noch ein bisschen Eisen. Movement Speed wäre echt nicht schlecht. Movement Speed wäre echt nicht schlecht. Dann müsste das mal geforscht werden. Das kann man nicht forschen. Achso, kann man nur skillen. Ja. Kohle hat sich wieder erholt. Energie ist wieder stabil. Aber nur solange Kupfer ausgefallen ist. Mist. So, obere Kisten kann ich mir was nehmen. So, Schaltkreise ist auch wieder in Ordnung. Stahlplastik. Stahl habe ich noch. Okay, rote Schaltkreise ist gar nichts mehr da, sehe ich gerade. Weil... Plastik ist ausgefallen? Wie kann das denn sein? Kohle, weil Kohle. Okay, das sieht gerade ziemlich böse aus. Wer sieht böse aus? Alter, was ist das denn da? Was denn? Eine Kiste. Eine Kiste, die nehmen wir gleich mal mit. Eine Kiste mitten im Wasser. Joa. Was ist drin? 14 Kupferplatten, Dampfturbinen. Was war da noch drin? Habe ich wieder vergessen. Ein bisschen Landfill. Klingt gut. Oh, Level Up. So, Movement Speed. Oh, gleich viel besser. Was hast du für Movement Speed? 7. Okay, ich bin bei 6. Wo hast du den ganzen Punkt reingesetzt? Ich habe 4x Health Bonus, 2 Damage Bonus, 3 Armor Bonus, 12 Crafting Speed und 6 Movement Speed. Ich habe einmal Inventory Side, 7 Movement und 19 Crafting. Ah. Bin ich da richtig? Da muss ich hin. Okay, dann greifen wir nochmal ein paar Leute an, wa? Ein paar Aliens beseitigen. Jo. Wenn ich hier durch den Wald passe. So, warte mal, hier ist noch Prozessoren. Dann kannst du gleich hier oben mal Verteidigungsanlage hinsetzen. Ja. Ah, die obere Kiste sind Prozessoreinheiten, da kann ich mir was rausnehmen. So, Kernreaktor, ich brauche dafür. Oh, wow, 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 ich komme mal zu dir. Warum? Ja, ich hätte auch gerade ein bisschen Lust zu kämpfen. Aber ich brauche Verteidigerkapseln. Oder hast du das Kupferfeld schon schon gebaut? Ah, jetzt bin ich tot. Scheiße. Bist du schnell genug? Scheiße. Dann weg.
Das sieht schon ziemlich derbe aus. Dieses Kupferfeld möchtest du also anzapfen. 1,2 Mille. Okay. Ah, ich habe vergessen, am Eisenfeld das Radar wieder zu setzen. Ich sehe am Eisenfeld nichts. Ah, müssen wir mal dahin. Alter. So viele grüne Viecher. Oh. Ein paar Türme haben keine Munition mehr. Alter, diese scheiß grünen Viecher, ne? Ja, die Behemoths sind echt übel. Wo ist das Radar? Oh, wie viele hier auch rumeiern. So. Das ist unglaublich. Unglaublich. Hast du den Teleporter für Kupfer bei dir? Nein. Soll ich den mitnehmen? Nein. Okay. Und wie bist du am schnellsten Weg eigentlich dahin gekommen? Gelaufen, wa? Natürlich bin ich gelaufen. Okay. So, hier weg. So, haben wir noch ein Nest hier in der Nähe. Ich frage mich, warum ich laufen sollte, wenn ich ein Auto habe. Ja, hat sich erledigt. Das war Öl. Ich muss zum Öl hin. Oh. Zug, wo bist du? Es wäre nice, würdest du zu mir kommen. Ja. Oh, stimmt, hier war ja was. Okay, Nest ist weg. Das können auch keine Viecher mehr nachspawnen. Oh, hier unten ist das nächste Nest. Eigentlich missfällt mir das, dass die Türme so nah beieinander stehen, weil jedes Mal, wenn das kaputt gemacht wird. Oh. So, das Nest weg. Das Nest muss noch weg. Aua, 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 aua. Oh. Aua, 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 aua. Woher kommen die Viecher jetzt eigentlich? Was war das schon wieder? Das war Eisen. Oh, 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 oh. Oh, scheiße, Stein. Nein, Spucke. Zwei Bots haben sie mir zerstört. Das ist hier mittlerweile, ist das einfach nur noch... Deswegen passiert hier nichts mehr, weil hier keine Reparaturkits mehr sind. Einfach nur noch hier...
Okay. Kommt jetzt ein Viecher hier wegmachen. Wunderbar. Auch, dass ich das nicht sehen kann. So. Okay. Stage cleared. 16 Bauroboter sind hier noch. So, dann baut man hier ein bisschen Zeug ab. Dann können wir unter Umständen jetzt gleich hier den Harvester draufsetzen. Eigentlich müsste das mit der Öl, mit der Flammenwand ausreichen hier. Normalerweise mag ich diese Technik so. Machen hier. Jetzt würde ich die per Greifarm beladen lassen, aber das funktioniert so nicht. So, klauen wir uns den mal bitte. Okay, das ist auch gerade ein Problem. Die Rohre sind weitestgehend leer. Aber die Dinger haben eigentlich noch genug Feuermunition. Auch voll. Dann brauchen wir noch mal ordentlich Eisenplatten. Diese Türme halten aber mehr aus. Ich sollte als Frontmann besser das andere setzen. Und mehr Erz für Draz. Okay, das habe ich mir schon was gedacht, dass es jetzt daran scheitert. Drei Erzfelder was noch? Noch zwei. Noch einer. Mist, das geht nicht. So, damit kommt jetzt deutlich mehr Kupfererz. Dann muss es dabei bleiben. Und wenn das jetzt nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Warte mal, ich könnte hier was anderes gebrauchen, wenn wir es freigeschaltet haben sollten. Genau, ein Umspann. Ich habe 14 Stück in der Tasche und ich sehe es nicht? Gut, dann gucken wir mal, wie das jetzt hier aussieht mit... Wieso weiß ich erst jetzt, dass ich ein Umspannwerk in der Tasche habe? Keine Ahnung. So, die Produktion hier läuft. Das läuft hier alles auch auf Vollgas. Das läuft echt auf Vollgas. Sollte das vielleicht mal anders machen. Die Rohre sind im Weg. Ich könnte das noch kompakter bauen. Hier oben haben wir sogar grüne Schaltkreise im Puffer. Okay. Muss das ein bisschen besser bauen. Weil hier ist jetzt Verteidigung wichtiger. Kann ich das ein bisschen besser machen, genau. Okay. Ja. Das sieht doch richtig gut aus. So, Kupfer. Jetzt nicht mehr als 5000 Kupfer pro Minute. Das ist nicht der Höchststand. Toll. Das muss ich auch anders machen. Das Rohr ist gekonnt im Weg.
ich denke mal. Dass wir jetzt gleich wieder ziemlich schnell Probleme bekommen. Wir haben eine Reichweite von 24 und die von 18. Okay, Vollgas. Vielleicht gut gegen Spucker, aber naja. So, jetzt kommen wir zumindest schon mal ziemlich genau oder fast genau zwei volle blaue Fließbänder raus. Schon wieder der Zug. Alter, wie viel verbraucht der eigentlich? Ah ne, das ist jetzt mal der andere, der Kohle aus dem Postenzug. Okay, müssen wir zurück. Jawohl. Okay, damit reicht die Kupferproduktion jetzt, glaube ich, aus. 5300. Jawohl, ja. Das passt. Könnte man den hier? Das gleich alle machen. Ich brauche dich Zug. Ich will nach Hause. Verschwende jetzt nicht andauernd diese Teleporter-Kapsel. Weil die kosten auch. Dann machen wir es halt so. So eine Art Anzeigetafel, so Train Arrival wäre ganz cool. Dass dir anzeigt, wie viele Sekunden der Zug da ist. Ja, wenn es so eine Mod geben würde, wäre auch cool. Okay, dann würde ich sagen. Raketensilo, jetzt geht's auf rund. Geht's. Auf geht's. Wir nähern uns der Endstufe, liebe Zuschauer. Bei weitem noch nicht. Nein, so natürlich noch nicht, aber wir kommen den recht nahe. So. Kohle. Hier noch sonst? Keine. Oh, Moment. Oh, eine Klippe weit und breit und wer fährt dagegen? Illyria. Was? Wieso abgebrochen? Artillerie! Jawoll! Jawoll! Ich brauche Steine. Ich würde sagen, die beladen wir auch. Auch dafür davon welche? Euch. Natürlich habe ich die nicht. Doch, habe ich. Kann genau zwei Stück davon bauen. Oh, wisst ihr was? Die sind doch ein bisschen zu wertvoll. Warte mal, hier haben wir noch, reichen da haben wir noch Steine. Okay. Haben wir noch zu wenig Mauern? Natürlich. Die reichen völlig aus. Seht ihr? Schon voll. Oh, jetzt wird der Zug betankt. Halt mal ein bisschen Artillerie. Vaponium. So, muss ich mal an, mit der Kohle.
jetzt? Den Kampfanzug haben wir, ne? Es darf nicht leer werden bis zum nächsten Kohle. Bis zur nächsten Kohleeinladung. Aber es geht schon ganz schön schnell runter, die Kohle. Wird aber ordentlich gefressen. Hatten wir nicht irgendwo Elektromotoren? Da. Elektromotoren. Hast du die gefunden oder was? Ja. Gut. So, jetzt kommen wir auf das neue Kupferfeld, das Opa gebaut hat. Muss auch verteidigt werden. 25-2er. So. Oh, da wird der lieber neidisch werden. Lasertürme. Ich brauche neue Lasertürme. Habe ich nicht welche in der Produktion? Was werde ich? Neidisch oder was? Ja. Okay. Beton habe ich. Was brauche ich noch für den Atomreaktor? Also ich brauche Stahl, rote Schaltkreise und Kupferplatten. Kupferplatten ist Mangelware, Stahl kann ich mir beschaffen. So, Lasertürme. Wie, mehr hat er nicht hingekriegt? Da ist noch Batterien. Ach, lass mich raten. Du brauchst Kupferplatten, ne? Ne, du brauchst Schaltkreise. Also Schaltkreise, Prozessoreinheiten, die habe ich. Dann produzier mal. 25, du brauchst 4. 25 mal 4 macht 100. Ich brauche 100 grüne Schaltkreise. 50.000 grüne Schaltkreise. Okay, hier oben lagert sich leider noch immer keine roten Schaltkreise. Das funktioniert noch nicht so ganz. So. Ich brauche Eisen, natürlich. Ich laufe los, ohne Eisen in der Tasche zu haben. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 81, 82, 83. Die brauchen wir. Und wir brauchen eine vernünftige Artillerie. Ach, du hast den Hangar schon hier. Nee, der Hangar war dran geheftet. Auch nicht schlecht. Frage, kann es sein, dass die Drohnen verloren gehen, wenn beim Warp-Abriss der Hangar, ja. Schöne Artillerie. Ich bin ein Pfeifenkopf. Wieso? Auch nur so. Ist gerade eine Drohne weggeflogen, ich weiß nicht wohin. Wegen einem Baum. Kann ich die vorsichtig abbrechen? Wo ist er jetzt? Da. Braucht ihr Reparaturkits? Muss man ein bisschen enger halten, weil Verteidigung ist natürlich schwieriger, wenn das Feld zu groß ist. So, davon brauche ich 25. Rote Schaltkreise, 25 mal 5 sind 125 rote, habe ich. 125 blaue, habe ich. Okay. Doch, ich könnte die Lasertürme auf die Warp-Plattform mit draufstellen. Dann warpen die mit, wenn Opa die Plattform abreißt. Dann mache ich vielleicht das hier auch nochmal ein bisschen anders.
Ja, ich weiß, mein Inventar ist voll. Brauchen wir hier noch mal ein paar Steine, ne? Wir haben eine automatische Mauerproduktion. Haben wir? Ja. Oh, gut. Ich frage mich nur, wo. Ach, hier oben, hier werden noch Steine gemacht. Okay. Steine. Und hier werden die Mauern gemacht. Warum werden die Mauern nicht zwischengebunkert? Das ist eine gute Frage, ne? Gute Frage, ja, allerdings. Ja, komm, machen wir eine Steilkiste hier voll. So, dazu noch ein paar klassische Türme. Wir haben keinen Strom mehr. Was? Schon wieder? Mhm. Ich sehe es. Die Anlagen fallen aus. Weil Strommangel. Was würdest du von Stabilizen halten? Können wir machen, aber was würdest du davon halten, mal den Eisenaußenposten zu reparieren? Ja. Ja. Oh, deswegen wird nicht repariert. Es sind keine Reparatureinheiten mehr im Hangar. Kannst du mal welche nachproduzieren reinschmeißen, bitte? Ich habe gerade so viel in der Bauleiste, das dauert mit Sicherheit noch 2 Folgen. Alles klar. Ich komme zum Eisen. Ich muss selber aufpassen, ich habe kein Eisen mehr. Oh, was ist denn jetzt wieder? Ja, hier. Da kommt die nächste Angriffswelle. Wie weit ist denn der Atomreaktor? Tja, viel zu viel Material, was ich nicht zusammenkriege. Woran fehlt es denn? Rote Schaltkreise. Aber die müssten eigentlich... In der oberen Kiste ist nichts. Wenn ausreichend Strom da ist, sollte eigentlich theoretisch da wieder ausreichend ankommen. Ich muss einen Kampfanzug anziehen, wenn ich hier zu Fuß habe. Und wieder keine Munition mehr. Alter. Was ist denn euer Problem hier überhaupt? Kein Plastik. Warum kein Plastik? Weil zu langsam. Da brauchen wir auch noch was von diesen schönen, hübschen Speed-Modulen. Ja, nur wenn ich jetzt weiter Speed-Module baue, dann wirst du wahrscheinlich da nie rote Schaltkreise bekommen. Nein, das befürchte ich ja auch. Und das mehr Reparaturmodule. Ein Ersatz. Ich übersehe die Dinger immer, das nervig.
Machen wir davon mal ein paar mehr. Hoffe, dass jetzt ein bisschen Ruhe im Karton herrscht. Eisen ist wieder funktionsfähig. Jetzt muss ich mal gucken, was mit der Energie los ist. Weil das Atomkraftwerk, ja. Muss leider, lässt ja leider auf sich warten. Es fehlt mir auch an Kupfer. Es fehlt echt an allem im Moment. Stahl wollte ich holen, genau. Stahl dürfte kein Problem sein. Was kosten denn die 5 Uranbrennstoffzellen? Alles klar. Opa, das Problem an Energie liegt daran, es kommt nicht mehr genug, es kommt nicht mehr, annähernd genug Kohle in den Keller. Ja, weil es halt einfach überlastet ist, das ganze System. Wir schaffen unten nicht mehr genug herzustellen. Nein, der Flaschenhals liegt irgendwo woanders. Oh, lass mich raten. Die Plattform-Stairs, die funktionieren auch nur, wenn Strom ist. Ich meinte diese Fließbänder, die runtergehen, ne? Eigentlich nicht. Okay. Ich sollte vielleicht auch im Keller ein bisschen Kohle zwischenlagern. Machst du doch. Ich meinte nicht die Kiste, nicht von der Plattform-Stairs-Kiste. Sondern direkt vor jedem Cluster, so eine kleine Kohlekiste. Das gibt ein bisschen mehr Luft, weil du weißt ja, das teilt sich ja über die mehreren Teile auf. Und dadurch geht natürlich der Druck auf der Leitung verloren. Und wenn ich jetzt Das bringt insofern so viel, wenn es abreißen sollte, haben wir ein bisschen mehr Luft nach oben. Wenn keine Kohle oder nicht genug Kohle da ist, dann werden sie sich die Kiste noch nie füllen. Denn, ja, das ist natürlich richtig. Deswegen muss erstmal um sich das Kohleproblem gelöst werden. Weil, wie gesagt, die Stairkisten werden ja noch nicht mal voll, weil halt keine Kohle da ist. Eben, das ist das Problem. Deswegen die Idee. Also brauchst du dort noch keine Kohle, um hinzustellen. Natürlich noch nicht, das ist richtig. Die Idee ist auch noch nicht ganz ausgereift. Ja, aber die rote Schaltkreiskiste hier in der unteren Ebene füllt sich. Das heißt, es dürfte auch bald wieder oben was sein. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass oben sich das die nicht wirklich füllt, aufgrund halt des massiven Kupfermangels, weil wir halt keinen Strom haben. Nur leider kriege ich ohne Atomreaktor das Stromproblem nicht in den Griff. Das ist das Problem. Kannst du nicht oben am Kohlefeld oder sowas im Cluster noch hinsetzen? Ja, da kann ich noch Kraft. Gute Idee! Ja! Da ist ja auch Wasser. Warte mal, hab ich auch Kraftwerke dabei? Nö, habe ich nicht. Ich brauche Stein. Marv. Ja. Gut, davon haben wir jetzt genug. Stimmt. Aber das sehen wir jetzt in der nächsten Folge. Kommt rein, bis zum nächsten Mal. Das sehe ich genauso, liebe Zuschauer. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.